Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir und mit einem allseits beliebten Gast, der leider viel zu selten nicht dabei war, und zwar den guten Kai. Letztes Mal in Rocket League einfach gefickt, davor Twitter gefickt, heute Mütter gefickt. Ja gut. Wir machen, also Kai und ich, wir haben halt, wir müssen ehrlich sein, wir haben halt Samstagnachmittag wieder zusammen auf dem Sofa gekuschelt und haben unsere Lieblings-YouTuber geschaut und dabei zusammen... Und haben uns dabei ein richtig geiles Format ausgedacht, ja, was uns halt selber eingefallen also ist. Also uns selber, wirklich, dabei haben wir unsere Menstruation halt zusammenbekommen und haben dann das so mega Schokolade geil gegessen, haben uns so gedacht, so, wir als beste Freundinnen, wir müssen doch mal so eine richtig geile Challenge machen, die noch nie jemand gemacht hat. Eben. Und dann wollten wir halt so, als wir gerade welchen YouTuber gehört dieser Penis geschaut haben... Wollten wir das auch mal machen. Und deswegen haben wir uns diese wunderbare Challenge nicht ausgedacht. Doch, natürlich ausgedacht. Also, auch geschrieben, Drehbuch. Geschrieben, Drehbuch. Also wir wissen schon, wer gewinnt, ihr noch nicht. Und die Challenge nennt sich, welchen YouTuber gehört dieser Titel? Und boah, das habe ich mir so ausgedacht. Ich dachte so, Kai, du bist so schlau, krass. Und die Mütter alle ausgelaufen. Ja, also richtig. Und wir werden uns jetzt gegenseitig Titel sagen von YouTubern und müssen erraten, welcher YouTuber denn dieses Meisterwerk an Poetkunst verrichtet hat. Gut. Komm, Horror, sag den ersten Titel. Ich sag den ersten Titel. Okay, der erste Titel ist nämlich Anfänger fährt 100 km/h gefährlich extrem. Also ist dann groß geschrieben, weißt du, deswegen schreibe ich. Ja, ich überlege gerade. Guck mal, also wir machen das so, ich darf dreimal raten, ne? Ja, genau. Kriege ich nach jedem Raten einen Hinweis? Okay, gut, machen wir so. Ich muss gucken, wie ich das mache, dass ich nicht viel verraten kann. Du könntest sagen, so Kanal hat eine oder mehrere Personen. Okay, gut. Weißt du, so ein Kram. Gut, gut. Okay. Ape Crime. Falsch. Es ist eine Person. Fuck, ich dachte, das ist so mega richtig. Es ist eine Person auf dem Kanal. Shit, okay, eine Person. Ja. Ich will nicht so viel Leerlauf haben. KS Freak. Falsch, diese Person ist durch Beef berühmt geworden. Durch. Also boah, ziemlich. Fuck. Also waren ziemlich viele Beefs und so verstrickt in letzter Zeit. Wie heißt der nette Mensch nochmal? Hier, Mart. Ja, dieser Kenneck. Mert. Nein, nicht Mert Matan. Fuck. Das war okay, das dritte Mal. Es ist Apoet. Wow, ich wollte. Ach, fick deine Mutti, Alter. Okay. Gut, also ApoWet hat diesen wunderbaren Titel verfasst. Du siehst es nicht, aber das Schlimmste daran ist noch, es hat irgendwie so einen roten Kreis und so gelbe Pfeile drauf, ja, ne? Ja, ich hasse und diesen Menschen. Und das Beste ist, dieser rote Kreis ist irgendwie so auf den Autoradio und ich verstehe echt nicht, was der da sagen soll. Das heißt Autoradio. Oh mein Gott, wir fahren sogar mit Radio. Okay, dann würde ich sagen, du bist dran. Hau mir mal einen Titel raus. Ich sag... Oh Gott, ich bin so aufgeregt, ey. Oh Gott, it's amazing. It's so Berlin. It's so amazing. I can't believe it. Abgestochen wegen Pokémon Go. Abgestochen wegen Pokémon Go. Jero. Nein. Scheiße. Okay. Es ist nur eine Person. Auf dem Kanal. Le Floyd. Richtig. Geil, ich wusste es. Irgendeiner von denen muss es sein. Also, der Titel ist eigentlich abgestochen wegen Pokémon Go und Demo für Erdogan. Aber das habe ich jetzt weggelassen, weil da war es halt noch klarer gewesen, dass es Leute ist. Also, das musste einer von denen sein. Okay. Hitler kann das sein? Okay. Hitler, ne? Okay. Hitler. Mein nächstes ist Reaktion auf Dislike-Skandal. Ja, das ist schon schwierig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich glaube, das ist... Ich habe mega einfacher genommen, du bist ein richtiger Hurensohn. Okay, also. Ich habe die schönsten Titel rausgesucht, okay? Die schönsten, für dich. Miss Vlog. Falsch. Es ist eine männliche Person. Hitler kann es sein. War das deine Antwort? Möchtest du diese Antwort eintippen? Möchten Sie diese Antwort einloggen? Oh, fuck. Reaktion auf Dislike. Es ist männlich. Es ist männlich, ja. Es ist männlich, Karl, es ist männlich.
Ist halt die Frage, ne, ob das schon mal einer ist, den ich schon mal genannt habe. Ist halt, ist jetzt Nein, ich schwierig. glaube, den hast du noch nicht genannt. Nein, hast du Okay, nicht. gut. Oh, das war schon der zweite Tipp. Guck mal, den gibt's sogar gratis dazu. Wen gibt's denn noch so? Ja, Ey, dreimal. keine Ahnung, ich sag einfach diesen Emra, ich kenne den gar nicht, aber ich sag einfach nichts. Nein, ist falsch. Also ich sage jetzt den ultimativen Tipp, obwohl eigentlich nicht. Diese Person hat sich neulich die Haare blond gefärbt. Also blond-grau. Wow, hat ja nicht jeder YouTuber mittlerweile. Männlich, hat die Haare blond-grau gefärbt. Ja, so, du kennst dieses Grau-Blonde, das jetzt irgendwie jeder hat, weißt du? So Kelly, Melina, Dima, alle Idioten irgendwie. Boah, fuck, Alter. Und nein, es ist nicht Dima, nur weil ich ihn gerade genannt habe. Schon wieder ein Tipp. Ey, ich hätte jetzt zwei Sachen, aber ich weiß nicht, ob die noch Videos machen. Das ist, also ob der noch Videos macht, das ist das Problem. Also er macht noch Oh. aktiv Videos. Ja, aber Obwohl. also ich weiß nicht, ob die Person noch aktiv Videos macht. Achso, okay, gut. Dann hilft dir mein nächster Tipp auch nicht. Jetzt, ah, fuck, Alter, warte mal. Ja, du darfst noch zweimal raten. Nee, noch einmal. Hä? Was hast du denn jetzt gesagt? KS-Freaks? Ne, Emra Nein, und. Miss Vlog. Ah, mir ist es wieder. Gut, dann darfst du noch einmal raten. Ey, Gut. keine Ahnung, ich sag Taddel. Der macht gar keine Videos mehr, Ja, deswegen habe ich gesagt, ich weiß, Mann! halt die Fresse, Alter. Liest du nicht die Fotzenkopf. Bravo oder was? Ey, schon lange nicht mehr. Okay, es war Iblali. Iblali Wow. hat doch seinen Song rausgebracht und er wurde so mega gedisliked und erstmal hat er so Ja, Reaktionen drauf ich hasse gemacht. Iblali. Weißt du, guck mal, du machst so Sachen, ich mach so mega einfache Sachen, weißt du? Ich nehme mich extra an. Ich nehme mich extra was Behindertes. Wie mein Haustier mich überrollt hat. Hier, errate es doch, Spasti. Also nochmal, Komm. wie mein Haustier mich überrollt hat? Ja. Was ist denn das für ein Titel? Ein geiler. Ey, Digga, wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie so eine Vietnamesin irgendwo im tiefsten Urwald, die dir das Video hochgeladen Dimula hat. hat das Video hochgeladen. Wer hat ein Haustier, das einen überrollen kann? Willst du mich verarschen? Wenn du das jetzt errätst, schummelst du. Oh mein Gott! Nee, ich überlege gerade, wer so Haustier hat. Warte mal. Wie mein Haustier. Also, es ist erstmal eine Person wahrscheinlich, ne? Dann schließe ich schon mal Apecrime aus. Die würde ich nämlich da nehmen. Digga. Ja, keine Ahnung. Ich sag Melina? Nein, falsch. Scheiße! Okay, gib mir einen Tipp. Männlich. 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 Mit einem richtig dicken Schwanzen. Okay, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, er ist klein. Okay, Dima. Nee, nicht Dima, warte, stopp, stopp, zurück, Zu zurück. spät, zu spät. Eingeloggt, eingeloggt. Falsch. Dima ist falsch, falsch, falsch. Ich wollte Dimas Bruder Kusada, der mit dieser Paola zusammen ist, weil die haben noch diesen Köter, Alter. Ja, trotzdem falsch. Ist Oh, Mann. auch falsch. Okay, komm. Wie ist auch falsch? Egal. Okay, Ja. okay. Mach Okay, dir. komm. Jetzt geb ich dir einen krassen Tipp, okay? Okay, gut. Jetzt gebe ich dir einen krassen Tipp. Weil ich nett bin, weil ich nicht so ein Ja. Affe bin wie du. Let's Player. Let's Player. Okay, ich hätte jetzt irgendwie so auf Eugen Koslowski, Kotzi da, gemacht, aber. Let's Player. Willst du Eugen einloggen? Nein, 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 ich logge ein. Paluten. Ha, falsch. Was? Game Let's Play. Scheiß-Titel, Alter. Was geht's in diesem Kack-Video? Darüber, wie Boah. sein Haustier ihn überrollt hat? I Okay. guess. Okay, komm, hau raus. Okay, also ich mach gerade so, das ist jetzt mein Luxus für dich. Es ist so ein richtig neues Video, es glänzt noch, ne? Wow. Und man. Für dich kennt's nicht. Oh mein Gott! So peinliche Fotos von früher. Komischer Smiley mit meiner Cousine. Ey, das kann jetzt. Boah, das. Bibi. Falsch! Aber Blondie. Tipp. Dagi. Richtig! Jawohl. Konnte ja nur einer von denen sein, so in die Richtung. Ist das nicht? Das hat sie vor. Na, okay, das ist schon ein bisschen älter, vielleicht so 3 Tage. Okay, es war aber Ja, ihr okay, neuestes das ist ja schon Video. Schnee von vorvorgestern. Ja, was ist so ihr neuestes Video? Also habe ich das so genommen. Ja, da hat sie mit ihrer Cousine stand sie da, hatte so, boah, das Kind, wir hatten voll die peinlichen Bilder, ey. Also das ist so vom, normale Familienbilder. Ja, Jetzt gut. hau ich ein. Jetzt hau ich was raus, das ist wirklich aktuell. Und das wirst du sowas von erraten. Das ist mega einfach. Nein, okay, ich lache nicht ein. Okay, mach einfach.
Date-Outfit-Ideas. What? Date-Outfit-Ideas? Ja. Ja, gut. Ich tippe erstmal auf Mädchen. Wer bringt denn... Also ist das von heute? Es ist nicht von heute, nein. Sonst hätte ich gesagt... Das hätte ich überlegt, beziehungsweise wer heute... Finger weg von YouTube, ne? Sonst stech dich ab. Ich bin nicht mal auf YouTube. Nee, ich überlege. Hör ich da was tippen? Ich glaube, ich hör da was tippen. Du hörst gar nichts, du Wichser. War das ein Klick? Ich glaube, das war ein Klick. Kann ich jetzt mal überlegen, bitte? Nee, Überlegen, in Anführungsstrichen, googeln. Was? Oh, bist du bescheuert? Nee, ich sage, wie heißen die? Hitler. Nein! Diese eine, die irgendwie so Sachen macht. Ah, ja, genau. Luna Darko. Oder heißt die Kitty? Ach, so diese, du weißt schon, die Freundin davon. Ja, ist falsch. Oh, Mann. Okay, gib Tipp. Gib Tipp. Okay, Was hast du gemacht, Digga? Hast du gegoogelt? Nein, okay. Warte. Ja, gut, ich überlege, ob ich einen Tipp geben kann. Wer macht das? In dem Video gab's ja auch einen Hashtag. Ja, wow! In dem Video gab's einen Hashtag. Nein, zu dem Video gab's einen Hashtag. Zu dem Video gab's einen Hashtag? Ja. Wir hatten in letzter Zeit so Hashtags rausgehauen. Bibi? Falsch. Scheiße. Okay, noch ein Tipp, komm. Date-Outfit-Ideas. Um das Video oder die Person gab's mega die Verschwörungstheorien. Oh, das ist diese Amerikanerin da, ne? Oh, wie heißt die? Wo jeder gedacht hat, die wurde entführt. Ja, guck mal, ich hab nette Tipps gegeben, oder? Komm, das war mega einfach jetzt. Ja, scheiße, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ey, wir hätten das auf Deutschland beschränken sollen. Ey, hasse das Spiel, nicht den Spieler. Ja, ja, komm, oh. Digga, das Video hat irgendwie 35 Millionen Klicks. Ja, warte doch, Digga. Auf googeln oder warten oder was, hä? Nein! Also, Countdown. Digga, 3, nein, warte! Zwei, lass mich doch ganz kurz überlegen, Mann! Falsch, Marina Joyce. Tja, verdammt. Mann, das ist so unfair, nur weil ich nicht auf den Namen kam. Tja, verkackt. Ey, Digga, ich krieg einen halben Punkt. Ich hab's erraten. Du kriegst einen Minuspunkt. Ich krieg einen halben Punkt, ich hab's erraten. Na, du hast gar nichts erraten. Ich hab doch gesagt, diese eine Amerikanerin, wo ich gesagt wurde, die wurde entführt. Die ist nicht mal Amerikanerin, die kommt aus Great Britain. Also, kriegst minus einen halben Punkt. Mann, Junge, nein. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ich den Punkt bekomme oder nicht, okay? Ich bekomme den Punkt. Schreib mal, ob Dani auch vom ISIS entführt werden soll. Du Wichser. Okay. Boah, die Geschichte macht mich fertig, Alter. Die Geschichte macht mich fertig. Ich hasse dich. So, jetzt kommt meins, nämlich. Wie ich in 20 Minuten 3000 Euro ärmer wurde. Real Life Story. Oh, Real Life Story. Okay, du musst wenigstens sagen, habe ich denn schon mal genannt? Komm. Ja. Okay, Chaos Freak. Nein. Fuck, den hab ich alles genannt. Also, sein Name wurde schon mal genannt und er hat einen Pornobart. Das darf ich jetzt an dieser Stelle sagen. Hättest du mal aufmerksamer die Bravo gelesen, ne? Ey. Ja, also unter Pornobart verstehst du halt so einen Pornobalken, der halt nur unter der Nase ist. Ja, ungefähr, also so ein Schnauzbart. Hey, wen habe ich denn genannt, der Vielleicht hatte er in deiner Erinnerung noch keinen, aber mittlerweile trägt er einen. Hab ich den genannt oder du? Ich. Ich wollte gerade sagen. Komm, das war jetzt einfach. Jetzt weißt du, wer es ist. Ah, ja, Wer nur? Ist das einer von diesen, von den Außenseitern? Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob... Okay, guck mal, jetzt müssen wir mal sagen, wen von den beiden traue ich eher so ein Pornobart zu? Ja, willst du deine Antwort... Dima? Ja? Willst du diese Antwort einloggen?
Ist richtig. Ja, Mann! Komm, jetzt hab ich. Weißt du, was ich mache? Die anderen beiden auch noch. Die haben nämlich zwei, die sind ganz einfach. Die sind wirklich. Da hast du auch. Du hast auch. Komm, bei beiden hast du wirklich nur einen Versuch, okay? Oh, Digga! Die sind so einfach. Wirklich. Oh, das entscheide ich, ob die einfach sind. Nein, glaub mir. Wenn die nicht einfach sind, ne? Dann. Keine Ahnung. Ja, meine Güte, hau raus. Wegen Sex aus meiner Wohnung. Du Wichser, das hab ich auch! Katja Krausowitsch! Ach ja. Das hab ich auch, Mann. Du hast meine voll versaut. Hast du jetzt noch eins? Ja, ich hab noch eins. Na gut, dann mach ich dir noch eins, komm. Okay. Soll ich jetzt noch eins oder du jetzt das eins? Ja, mach du noch eins, dann mach ich noch eins. Okay. Mach mal ein einfaches so jetzt. So ein dreckiger. Okay, ich hab jetzt nur noch eins, ne? Ja, hau raus, komm. Mach mal schön einfach. Okay. Das ekligste Sandwich der Welt essen. Ausrufezeichen, Smiley, so in Klammern, Vorsicht, Achtung, Kotzalarm, Achtung, Smiley, Klammer zu. Ape Crime. Nein. Fuck. Ist auch ein Idiot, ist schwarz und hat blonde Haare. Oh mein Gott, wer hat das gesagt? Diamond, that's you. Richtig. Ich wusste gar nicht, dass der noch Videos macht. Ich dachte, der macht irgendwelche scheiße Musik für Untermenschen. Nee, der ist jetzt nach Miami gezogen, macht Videos jeden Tag, damit er seine Miete bezahlen kann. Wow. Wow. Der hat sich doch damals, ganz am Anfang, hat er sich doch so einen Hammer gekauft und ist dann pleite gegangen. Und ja, das war mega lustig. Ein Hammer? Hab ich ihm gegönnt. Also ein Hammer, das Auto, kein Hammer. Ja, ich Hammer. Dachte jetzt erstmal so, ja, ja. Der hat ja so mitgespielt in der Serie, hör mal, wer der hämmert. Oh, oh. Okay, komm, jetzt, ich bin on fire, ne? Ey, immer wenn wir Videos machen, ich bin mega aufgedreht. Das ist unglaublich, so gerade krass warm. Und ich habe auch halbsteifen. Egal, also. Was? Okay. Versuch. Ja. Einfach, komm, du hast wirklich nur einen Versuch, okay? Ja, Mann. Okay? Ja. Coming out. Was? Halt's Maul. Melina Sophie? Richtig. Das ist voll alt. Ja, aber ein Klassiker. Das ist wie der Big Tasty Kritiker. War das Unreal Tournament Kid. Alt, aber Klassiker. Okay, Leute. Ja. Oh, nice. Gut. Ah. Also, ich hab gewonnen. 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 Also, ihr seht ja im Video die Punktzahl, ne? Also, ich schwöre, wenn du einen halben Punkt machst, ne, ich fahr zu dir nach Bad Salzuflen und tritt in deine scheiß Eier. Okay, ich mach den halben Punkt nicht, aber ihr schreibt in die Kommentare, ob ich den halben Punkt kriegen sollte, denn ich hab's ja voll erraten gehabt, ne? Hast du nicht. Hab ich nix doch. Nix kannst du. Du kannst dir nix. Du riechst nach Kotze und kannst gar nix. Aber, du hast gesagt, ich riech nach Erdbeeren. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach oben da. Schaut bei Kai vorbei und schreibt in die Kommentare, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Und bis dann noch. Haut rein, ihr Pisser.